Feuerei entdeckt. Schön. Wo gibt's denn hier einen Eingang nach Weißlauf? Ich schau da drüben nochmal vorbei. Das kann man anscheinend auch noch entdecken. Was haben wir denn hier? Eisfurchen. Kann man einfach sammeln. Cool. Weizen. Es ist auch eine Zutat, soweit ich weiß. Also für mich ist es immer wieder momentan immer wieder neu. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was man in Skyrim alles machen konnte. Es ist immer wieder eine Überraschung, da ich das mehr als ein Jahr lang nicht gespielt habe. Und über ein Jahr, na komm, anderthalb oder so. Ist ja 2011 rausgekommen. 2013 haben wir jetzt. Eins, zwei. Ja. Anderthalb Jahre. Ich habe circa zwei, drei Monate wirklich. Ne, zwei Monate habe ich es gesucht. Dann haben wir fast zwei Jahre habe ich es nicht mehr gespielt. Habe es zwei Monate richtig gesuchtet. Und dann habe ich es ausgesucht und hatte ich keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Aber jetzt habe ich wieder neuen Elan. Denn ich habe ganz vergessen, wie viel Spaß dieses Spiel macht. Okay. Pelagia. Moment, haben wir Pelagia-Hof oder wie hieß der? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Pelagia-Hof, ja. Pelagia-Hof entdeckt. Okay, was haben wir hier? Soll ich euch mitnehmen? Jola. Ist das eine Kutsche? Stelle von Weißlauf? Ja, sieht so aus wie eine Kutsche. Kutsche, ja. Da können wir uns bestimmt dahin noch irgendwie transportieren lassen. Habe ich hier noch Weizen? Schade. Noch mehr Khajiits. Wie es aussieht, verticken die auch ganz viel. Ihre kleinen Drogenhändler. Und ja. Gut. Nicht mehr lange, dann sind wir endlich beim Jarl von Weißlauf. Gut, 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 gut. Hier wird aber schön bewacht. Hier noch mit Zugbrücke. Wo man dann in ein... Ja, alles sehr schön bewacht. Ziemlich schwer einzunehmen, so wie es aussieht. Aber gut, gehen wir jetzt nun hier rein. Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Ja, wir haben eine ganz wichtige Sache. Flüstert bitte Lineal um Beispiel. Ich habe in den Nachrichten, von Helgen über den Drachenangriff. Na schön. Aber wir behalten euch im Auge. Tut das. Wir sind nur hier ganz mit ganz lieben Absichten hier. Sind wir schon auf Stufe 6? Okay, fast. Also sind wir spätestens gleich, wenn wir hier irgendwie die Nachricht überbracht haben auf Stufe 6. Und ja. Das geht ja richtig, richtig schnell. Okay. Mit Banditen komme ich gut zurecht, aber Drachen? Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Ey. Ich kann so ey, verpiss dich. Oder Kampfgeborene. Graumähen, Mann. Keine Ahnung. Habt ihr was an den Ohren? Auf welcher Seite steht ihr? Graumähnen oder Kampfgeborene? Kampfgeborenen sind anscheinend kaiserliche, also ganz klar Graumähnen. Dann seid ihr entweder ein Sympathisant der Sturmmäntel oder ein Dummkopf. So oder so seid ihr nicht mein Freund. Lang lebe das Kaiserreich. Halt du mal deine Fresse oder ich schlag dir den Schädel ein. Okay? Okay. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drin Schmiede. Ganz viel. Aber das hier sieht mir nach einem Schmelzofen aus. Genau, Schmelzhütte. Kannst du das Erz? Genau, wir haben noch ganz viel Erz hier. Und dann haben wir auch Eisenbarren. Können wir noch was? Nö. Schade, aber wir können hier noch Stahl kaufen, also denk mal. Leck. Okay. Sein Stahl ist legendär. Eol und Graumähne? Stahl? Okay. Er ist der Vogt. Okay, was? Eine Menge. Ich würde sagen, es geht uns ziemlich gut. Kaum jemand muss hungern, wenn er keine Angst vor harter Arbeit hat. Die Stadt wird vom Jarl oben in der Drachenfeste regiert. Das ist die Festung dort oben auf dem hohen Hügel. Aber wahrscheinlich interessiert ihr euch mehr für Jorvaska, die Methalle der Gefährten. Ihre ruhmreichen Taten sind legendär.
Sprich mit dem Anführer der Gefährten, okay. Schauen wir auch gleich mal vorbei. Aber wie gesagt, in der Drachenfeste oben ist der Jarl. Also schaue ich da mal vorbei. Hier links, dann da hoch, so wie es aussieht. Und da oben ist die Drachenfeste. Da, immer ganz oben auf dem Berg ist die Drachenfeste. Oder die Feste vom König. Wie hier gesagt, vom Jarl. Kann man das einsammeln? Hängemoos, okay. Und da müssen wir dem Jarl jetzt auch berichten, dass ein Drache Helgen angegriffen hat und auf Flusswald, Richtung Flusswald und hier Weißlauf fliegt. Zack. Ach, wir sind schon Stufe 6, glaube ich. Das wurde bloß uns nicht gar nicht angezeigt. Egal, ich schließe die Quest noch ab und dann sehen wir ja, wie weit wir sind. So. Und sie meinte doch, ihr Vogt wäre ihr Onkel oder Vater oder sowas. Gar nichts. Was willst du? Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgrof empfängt keine Besucher. Ich habe die Nachrichten von Helgen über den Drachenangriff. Das erklärt, warum die Wachen euch hineingelassen haben. Kommt, der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Gut. Der Jarl, guten Tag. Also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Ja, ich hatte eine tolle Aussicht, während die Kaiserlichen versucht haben, mir den Kopf abzuschneiden. Ach, wir sind ein... Der Drache hat Helgen zerstört, der ist das Letzte, was ich sah. Nee, das sieht so... Das Letzte, was ich sah, als wäre ich so ein kleiner Pisser. Wirklich? Ihr sprecht ja recht offen über eure kriminelle Vergangenheit. Ja, ist ja jetzt, gell, wir müssen hier den Drachen... ...die Kaiserlichen hinrichten wollen. Insbesondere jetzt. Was ich wissen will, ist, was genau ist in Helgen passiert? Der Drache hat Helgen zerstört und das Letzte, was ich sah, war, dass er in diese Richtung kam. Die Kaiserlich wollten gerade Ulfric Sturmmantel hinrichten, da griff der Drache ein. Ich hätte ahnen müssen, dass Ulfric darin verwickelt ist. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr. Wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfrichs Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug! Wir sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irilet, schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich. Ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen. Eine Stahlrüstung haben wir bekommen. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt. Der Jetzt-Stürzhügelgrab? Da waren wir doch schon. Gibt's da noch mehr zu entdecken, oder was? Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Okay. Die Stahlrüstung schaue ich mir doch vorher nochmal an. Stahlrüstung. 35 bis 6. Okay, die legen wir an. Gut. Wir sollen ihm ja folgen. Dann geh mal. Ich diene Jarl Balgruf als Vogt. Naja. Gut. Das ist das Faringer. So. Faringer. Ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu. Weiht ihn in alle Einzelheiten ein. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist.
In Ordnung, wohin soll ich gehen und was soll ich holen? Ihr kommt gleich zur Sache, was? Keine Fragen nach dem Wie oder dem Was. Das gefällt mir. Sollen sich eure Auftraggeber mit den Einzelheiten plagen, was? Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz-Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ölsturz-Hügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Abgeschlossen, bringe den Schrachtstein in den Besitz, bringe den nach. Ah, okay, diesen Stein, den wir bekommen haben. Das ist wohl dieser Drachenstein. Ah, der Drachenstein aus dem Ölsturz-Hügelgrab. Ihr habt ihn schon gefunden. Ihr seid wirklich aus einem anderen Holz geschnitzt als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Und was ist mit meiner Belohnung? Das müsst ihr mit dem Jarl klären. Oder mit seinem Vogt, Aveniki. Einer von beiden wird euch sicher angemessen belohnen. Gut. Wo ist der Jarl? Ich will meine Belohnung haben. Hä? Ist er da gerade hochgelaufen? Warte, Mann! Ey, jo! Dass ich zu jung bin, um mit einem Schwert zu trainieren. Hey, was denn? Also noch nicht mit meinen Fäusten. Was ist denn los? Die Götter gaben euch zwei Hände, die ihr zum Führen eurer Waffe gebraucht. Davor habe ich... Aber Niki, wenn ein Drache weiß, ich diene Jarl Bal. Was willst du? Der Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt, sehr beschäftigt. Kann ich euch vielleicht helfen? Na, ich suche nach Arbeit. Einfach mal schauen. Ich habe Kopfgeld auf einige Banditen ausgesetzt. Dieses Dokument enthält weitere Einzelheiten. Okay. Genießt euren Besuch. Was ist jetzt mit meiner Belohnung? Was ihr mir gesagt habt über den Drachen. Noch nicht. Das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell. Schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich floh. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irilet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut, enttäuscht mich nicht. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ich möchte, dass ihr Irilet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt... Ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Faringar den Drachenstein besorgt habt. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Ich sollte mitkommen. Ich würde diesen Bebendeter Eisenschild der Magieresistenz hinzugefügt. Ich kann es mir nicht leisten, euch beide zu verlieren. Ich möchte, dass ihr hier bleibt und darüber nachdenkt, wie wir diese Stadt gegen die Drachen verteidigen. Triff irgendwie letzter da vorne in dem Dingens. Stand da gerade eben. Wollte halt nicht dazwischen quatschen. Okay, Weißlauf. Wohlmischen und Zauberbücher können bei Rufzauberer im Palast des Jarl erworben werden. Gut. Ach ja, Aufstieg. Wir haben ja noch eine Stufe 5. Neue Stufe. Wir gesehen auf Gesundheit. Okay. Talent zweihändig. Schauen wir doch gleich mal rein. Ich wollte doch... Nee, fordert 40. Amputator. Nee, Streitäxte nicht. Okay, nee, das ist jetzt nicht das, was ich wollte. Schmiedekunst, Zauberung, Änderung der Herstellung, Zerstörung, Beschwörung, Illusion, Alchemie, Redekunst, Taschendiebstahl. Okay, wir haben jetzt nicht wirklich was uns noch. Schwere Rüstung können wir mal schauen. Ja, aber